Wenn sich der Almsommer dem Ende neigt, kehrt das geschmückte Vieh zurück ins Tal. Der traditionelle Almabtrieb ist aber längst zum Fixtermin im Veranstaltungskalender geworden. Ja, der Almabtrieb hat Jahrzehnte oder jahrhundertelange Tradition bei uns in Bettneu, wobei es geht hier einfach darum, dass es in Bettneu sehr authentisch gelebt wird. Also die Kühe kommen von der Alm, sie sind alle sehr, sehr froh, wenn das unfallfrei hergeht und so wie wir es jetzt gerade gesehen haben von den Kühen von Malfontal, die werden wirklich per Namen verabschiedet und das ist ganz was Besonderes, was es, glaube ich, sonst in der Region nur mehr sehr selten gibt. Also das Almabtriebsfest gibt es, seit ich mich erinnern kann. Das haben alle bäuerliche Vereine gemacht, seit ewigen Zeiten jetzt die Jungbauern. Denen möchte ich übrigens ein großes Kompliment aussprechen. Die machen das hochprofessionell, die machen ein super Fest und die Zusammenarbeit mit denen ist einfach zum Genießen. Umrahmt wird der Almabtrieb im Bettneu immer von einem Bauernmarkt. Das Veranstalter sind die Jungbauern, schafft Bettneu mit dem Obmann Mario Matt. Und Mitorganisator war der Patrick und ich helfe da alle ein bisschen. Patrick, miteinander machen wir das halt. Aber Hauptding macht da sicher der Patrick und der Mario miteinander. Bettneu zählt zum Zweidrittelgericht. Dies ist eine Gemeinschaft zur Bewirtschaftung der Almen, die bis heute nach historisch überlieferten Regeln funktioniert. Das Zweidrittelgericht ist ja damals 1300, wo der Fürst Meinrad der Zweite hat das eingeteilt in Gerichte. Da hat er sein Hoheitsgebiet. Unter anderem hat er nachher zwei Gerichte gemacht. Einmal das Drittelgericht, das ist orographisch in Ufer auf der rechten Seite Flies bis Soms, also Angedeier, aus Stadtteil Londeck. Und einmal auf der orographisch linken Seite, das ist per Fuchs und per Renn, auch ein Stadtteil zu Londeck. Und dann rein bis St. Anton, das ist eigentlich dann das Zweidrittelgericht. Zweidrittelgericht ist der Besitz von 10 Gemeinden. Da ist natürlich auch ein Teil von Kappelsee dabei und Oberdilli jetzt. Und das gehört ein, also der 10 Bürgermeister sind eigentlich die Chefs, das ist die Vollversammlung. Oder? Und so ist das eigentlich entstanden. Und früher waren die Melkalmen auch in den zweiten Gerichtsalmen. Nur hat man dann im 17. Jahr, Ende des 17. Jahrhunderts hat man dann die Melkalmen ausgeschieden aus dem und den Gemeinden zugeteilt. Und dann ist eigentlich das zwar die Gerichte Goldviehalmen sein übrig geblieben und das ist eigentlich die Bewirtschaftung. Das Zweidrittelgericht ist eine Bewirtschaftung von Goldviech und Schafalmen. Das ist das heutige Zweidrittelgericht. In Bettneu werden zwei Almen bewirtschaftet, in Schnann eine weitere. Wir haben in Bettneu 17 aktive Bauern. Davon haben wir jetzt am Nessler da oben 13 Auftreiber gehabt und eben mal vorher 17 Auftreiber, weil das Goldviech ist. Zwei Almsommer auf der Nessleralm verbrachte die Familie Sutter-Lütti. Heuer ist das zweite Jahr und heuer war es am Anfang wenig Gras. Bis Ende Juli eigentlich, da war es dann ziemlich knapp. Und aber jetzt Ende Sommer war es sehr gut. Also wirklich, man kann sich nicht besser wünschen, wie das Gras jetzt Ende August noch gewachsen ist. Schön. Und alle sind gesund geblieben, das ist das Wichtigste natürlich. Sofern der Almsommer unfallfrei verläuft, kehren die Tiere mit Blumen und Kränzen geschmückt ins Tal. Tradition und Brauchtum spielen auch bei der Staffelvergabe eine große Rolle. Die Kühe werden geschmückt, da gibt es einen Staffel, Milchstaffel, Stechstaffel. Der Milchstaffel ist alle der, der am zweiten Messtag die meisten Milchgeber hat. Und der am zweiten Meister ist der Nachmilchstaffel. Stechstaffel, die stärkste Kuh eigentlich. Nachstechstaffel und der Stechstaffel. Und die anderen Kühe, wenn jetzt nichts passiert ist auf der Alm, also nichts abgestürzt ist oder so etwas, dann werden die anderen auch geschmückt. Und das ist halt die Tradition. Wie heim die Tradition bei uns draußen ist, auch die Prinzess so ist, auch bei der, das hat man jetzt auch gesehen auf dem Malfon, oder das ist bei den Bregenzer Wäldern mit den Glocken. Das ist Tradition von ihnen, die sammeln Glocken schon. Ja, und das ist das Schönste. Wir haben im Gemeindegebiet drei Almen, man darf ja auch Ganatsch nicht vergessen. Ganatsch war der Almabtrieb am Freitag, den 6. September. Sowohl in Ganatsch als auch im Malfon, als auch auf der Nesleralm sind all Tiere wieder gesund heimgekommen, die wir auftrieben haben. Was natürlich davon zeugt, dass wir hochprofessionelle Hirten haben, die für das leben. Und ich sage, das ist einfach, was wir da haben, das ist unschätzbar in den Leuten. An diesem Tage des Almabtriebs wurde der Stellenwert der Landwirtschaft in der heutigen Zeit einmal mehr beleuchtet.
Ja, die Landwirtschaft ist natürlich sehr, sehr wichtig. Allerdings haben wir auch Probleme, dass es immer weniger Junge gibt, die die Landwirtschaft übernehmen wollen. Das hat einerseits natürlich finanziellen Hintergrund, weil man heute mit so einem kleinen Bauernhof einfach sein Leben nicht mehr finanzieren kann. Andererseits ist es auch so, dass es sehr, sehr schwierig ist. Ich sage einmal, die heutige Lebenseinstellung, dass jeder in Urlaub fahren will, jeder mehr Freiheiten haben will, passt natürlich auch nicht mehr mit einem Bauernhof zusammen. Wir probieren als Gemeinde, die Landwirte zu unterstützen. Allerdings muss ich auch sagen, dass hier die Politik gefordert ist, dass einfach mehr getan wird.